Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ihr seht richtig nach, das schwarze Auge Satinas Ketten kommt jetzt wohl League of Legenden. Und ja, ich habe übrigens gerade erst nicht so dämlich gesagt, also nicht denken, der kann kein Englisch. Also ich kann auch kein Englisch, aber das hätte ich gekonnt. Die Männer haben sie, keine Ahnung. Ja, willkommen zu League of Legends. Gleich wie ich es machen werde, weil es ja keine richtige Story hat. Wir werden einfach immer einen Charakter uns schnappen, werden mit dem ein Match bestreiten und dann werde ich das in 2 oder 3 Folgen hochladen, je nachdem wie lang das Match halt ging. Wenn es mal über eine Stunde gehen sollte, mache ich nochmal 4 Folgen draus, aber das wird wahrscheinlich selten der Fall sein. Ja, ansonsten, es gibt 5 Milliarden Dinge zu League of Legends zu sagen, es ist ein sehr komplexes Spiel. Ich werde das aber nicht erläutern genau, ich werde... Ist jemand? Jetzt mache ich zum Beispiel was ziemlich... Ich frage mich, bis meiner da ist. Bis der meiner da ist. Ich werde das jetzt nicht genau erläutern, wenn ich mal irgendwelche Fachbegriffe verwenden sollte. Ich kenne, bin ja selbst... Also ich bin selbst aus seit 6, 7 Tagen im Spiel drinne. Ich weiß aber schon recht viel dank gewissen Gold- und Platin-Gamern, die mir da was beigebracht haben. So, jetzt gehen wir da drüben mal. Ah, okay, alles klar. Schade, kriegt man nicht. Aber hat schon ganz gut Leben verloren, das finde ich gut. Das heißt, er wird jetzt entweder seinen Trank schlucken. Moment, wo ist er? War das der Jax? Ich glaube, das war der Jax. Ja, der Jax. Ja, er hat 3 Tränke mitgenommen wahrscheinlich. Alles klar. Ich werde uns nicht in die Irre. Dann setze ich halt hier meine Lampe rein. So, falls uns da jemand auflaufen möchte. Gut. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich am Anfang erzählen soll. Wie gesagt, ich bin selbst noch sehr ungeübt. Verzeiht mir, wenn ich da jetzt am Anfang noch ein bisschen übe. Ich mache zum Beispiel momentan, übe ich das DNA-Klick, weil ich ja prinzipiell momentan nur Ashe spiele, also AD Carrier. Und da wir jetzt momentan zu zweit sind, gehe ich auch einfach mal auf... Naja, das fängt ja mal gut an, ey. Ja, das liegt wahrscheinlich am Quatschen einfach mal nur. Wow, einen habe ich bekommen. Oh, da gebe ich mir ja richtig Mühe gerade. Moment. Ich glaube, hier immer auf den Deck ein bisschen. Auf! Schade. Ich dachte, ich bekomme. Also für alle, die ein bisschen länger dabei sind, wir haben kein, also wir scheinen keinen Smurro mit dem Gegnerteam zu haben. Damals habe ich gar nicht geschaut, weil denen das sagt. Also es, theoretisch sollten keine dabei sein. Es sei denn, es sind wirklich schlechte Smurro. So, jetzt muss ich auch mal ein bisschen Mühe geben hier. Okay, ganz ruhig. Nein, nicht bekommen. Läuft gerade nicht so gut. So. Na, schade, ich habe nicht beide erwischt. Haltet zusammen. So, auf den habe ich... Ich bin ein bisschen ruhig momentan, man merkt sicher, weil ich mich versuche zu konzentrieren gerade. Im späteren Verlauf wird sich das dann besser, nehme ich stark an. Okay, den hat er jetzt gerade bekommen, schade eigentlich. Hätte ich gerne gehabt. Ja, da hat er gedacht, das macht mir was, kann aber nicht essen. So. Hol ich mir noch und dann hier drauf. Hier mache ich meinen Eisfall rein. Was stellt das eigentlich da? Den Champion kenne ich gar nicht. Das sei denn, das ist natürlich eine Weiterentwicklung. Das kann natürlich auch sein. So, Pfeil raus. Pfeil raus. Ja, wie gesagt, ich gehe mit dem A, das tue ich erst seit 3, 4 Stunden. Also, wie gesagt, ich bin recht schnell. Nicht fort. Nichts bekommen.
wie in der League of Legends. Deswegen wird, kann das bitte Rücksicht genommen werden. Das ist noch nicht ganz klar. Oh, das war auch uncool. Das war very uncool. Was mache ich denn? Okay, ich muss beides nutzen, sonst wird das ja nicht. Hilf mir nochmal! Alter, hilf mir nochmal! Was für ein Hero. Jawoll! OMG. Geil. Okay, beide zurückziehen ist eine ziemlich gute Idee, dann sind wir beide gleichzeitig wieder da. Oder fast gleichzeitig. Kommt doch mal schauen, was losläuft. Ich. Nein! Oh, sind wir nicht ein hübsches Pärchen? Die super hübsche Akali und der Typ mit den Schlangenhaaren. Mmh. Aber von den Waffen passen sie ja zusammen. Ich bin schneller als du, weil ich Stiefel anhab. Ich kann mir Schuhe leisten. Okay. Wer ist denn das? Ah, das ist Kazek, alles klar. Mit dem haben wir nicht so oft zu tun gehabt. Mit dem habe ich noch nicht so oft zu tun gehabt. Okay, wieder. A-Klick. A-Klick. Ah, ich dachte, mit dem A-Klick kann ich heute gerade rein. Das ist mir gerade sowas kannte, weil ich ja mit dem Wasser an. Jetzt kriege ich nämlich nicht mal mehr die richtigen Tasten hin, weil ich das mit dem A-Klick da versuche. Das mache ich, glaube ich, mal im Privatmatch dann und übe das Privatmatch. Na, drauf! Los, komm hier! Drauf, 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 drauf! Ja. Okay, da haben wir uns wieder ordentlich gerissen hier. Okay, da ist ein Level 4er. Die sind aber beide schon Level 5. Ja, das hat ihn Angst gemacht. So, ein bisschen. Ja, das hat ihn zwar... Autsch, 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 das war nicht gut. Auch das ist nicht gut. Mein Kill. Mein Kill, sagte ich. Gib den Kill her. Na also. Sehr schön. Der Typ ist nicht zufällig noch hier, gell? Und wartet dummerweise auf... Ja, schade, es ist nichts, sonst hätte ich ihn jetzt geholt. Durch Blutdurst kriege ich zum Glück noch ein bisschen Leben dazu, wenn ich einen Kill mache. So, okay. Den habe ich bekommen. Ah, jetzt hier. Ah, da habe ich einen bekommen. So, da kommt einer von hinten, sehe ich gerade. Merke ich gerade. Könnte daran liegen, dass ich eventuell gerade was in den Kopf gekriegt habe. Das soll ja meistens helfen. Ich kann aber auch gerade nicht... Lampe platzieren, das heißt, ich gehe auch mal kurz zurück. Vorwärts. Okay. Der da ist, die ist Level 4 und 5, Alter. Die sind sowas von noch unter uns. Sowas von noch unter uns. Ich glaube, ich gehe erstmal weiter auf das Ding hier, weil das tut mir am Ende dann ordentlich Kohle bescheren, wenn ich es einmal habe. Ich würde jetzt von hier hinten meinen Pfeil erstmal abschießen, damit die erstmal gar nichts machen können, aber ich mache es lieber aus der Nähe, weil ich bin dafür bekannt, diesen Pfeil gerne mal zu verballern. Also wer mit mir spielt, der weiß, mit dem Pfeil habe ich so. Manchmal treffe ich über die gesamte Map irgendjemanden und kill ihn dabei, als Last Kill, oder der Typ steht 2 Meter neben mir und ich verfehle. Da gibt es unterschiedlichsten Geschichten dazu. So, ich gehe erstmal hier ab, was das hier angeht. Ja, jetzt. Und den hier auch noch. Ja,
alles raus. Musste mich nie mal bewegen, geil. Und jetzt gehen wir richtig ab, weil jetzt sind die beiden tot. Und jetzt können wir hier ordentlich erstmal loslegen. Wenn ich die Eisfeile mal rauspacken würde, wäre das glaube ich noch intelligenter. Und 5-0. Och du meine Güte. Und ich habe 3-0 davon. Die hier strange, würde ich mal sagen. Strike nach oben. Manchmal lackt es gerade ein bisschen, merke ich noch. Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen hoch. Könnt ihr jetzt sagen. Okay, da habe ich nicht einmal gekommen. Ich habe auch keinen Mana mehr, ist ein bisschen doof da jetzt noch. Jetzt habe ich Mana. Wir folgen uns nicht zum Glück, ich würde immer die ganze Zeit meinen Jump benutzen. Das spare ich mit dem wenigstens. Oh, beide erwischt, geil. Dann hol ich mir ganz kurz hin. Lass mich dran. Ruhe, die Minions sind aber auch schlimm heute hier. Und den dann auch. Ja, dann habe ich nächstes eingeholt. Immer noch kein Mana. Boah. Das mit dem Mana muss noch besser werden. Okay. Ihr könnt fliegen? Das wusste ich nicht. Ich bin ja das über erfährt im Let's Play. Ja. Ich hoffe, das ist... dass das jetzt so weiter... 5-3, ja, da hat ein Gegner aber übelst hingelegt. Das wird so aber nichts, meine Freunde. Oh oh. Also ich möchte jetzt ungern sterben. Tut mir leid, dass ich da wegrenne. Da kann ich mir auch schlecht helfen gerade. Okay, er hat es geschafft. Ich port mich mal, ich glaube er rennt wieder drauf. Das ist glaube ich nicht so die Idee. Das ist ja auch ein Dotz. Aber wie er meint. Das kann ich mir leider noch nicht leisten, aber ich kann mir leisten das und das. Und dann ich gehe weg. Hat er sich jetzt auch gepumpt? Nee, er ist noch da. Und stirbt glaube ich gleich, wenn er weiter so macht. Ich nehme mich daran, dass er im Gebüsch... Oh, warte mal. Warte mal. Komm schon, bitte, 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 bleib stehen, bitte bleib stehen. Das kann doch nicht sein, der ist weggekommen, Mann. Seht ihr, genau das meine ich. Es war eigentlich... Wäre er stehen geblieben, hätte ich ihn gekriegt. Naja, hätte, hätte, aber. Guck mal, ich sehe dich. Verstecken bringt nichts. Jetzt hast du noch weniger. Oh, langsam, oh mein Gott. Was für ein Held. So, ich muss erstmal weg, weil er Angst hat, dass ich mich weiter attacke. Attacke. Ist er da drin? Und dachte, ich sehe es nicht. Jetzt ist er da. Die Eisfeile rausnehmen. Jetzt ist da noch einer und den habe ich sogar nochmal getroffen. Ich bin drauf. Schade. Die losen gerade so ab gegen uns. Mein Mann ist schon wieder alle. Ich verpulver das Zeug aber auch wie nichts. Na komm her. Hast du Angst oder was?
Ja gut, das war was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Weiß nicht. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ja, es tut mir leid, ich muss ganz ehrlich sagen, die Kommentation fällt mir gerade sehr schwer bei diesem Spiel. Da ich es, wie gesagt, noch gar nicht kenne und selbst noch ein bisschen Nubi-Dubi bin. Ja, ich denke mal, wenn ich ein bisschen länger das spiele, die Folgen werden ja, ich werde ja nicht jeden Tag hier 30 Folgen aufnehmen müssen. Wenn ich es ein bisschen besser kenne, wird die Kommentation bestimmt noch besser und dann... wird das hier alles ein wunderschöner Spaß für die ganze Familie. Wir müssen schnell weiter. Und ohne meinen Mana wird das ein bisschen knapp hier.